Hab halt keine Kekse oder so. Bin eigentlich lieber der Keksesser, also der Gummitieresser. Ja, Kekse mag ich auch lieber. Und Schokolade. Und die Kombi aus Keksen und Schokolade. Weißt du, was richtig geil ist, wenn du so Butterkekse mit Nutella bestreichst und dann da so einen Doppeldecker draus machst? Nee, Butterkekse mit Letter. Mit Letter? Nee, ich mag's mit Nutella. Willkommen beim Leben vom Land. Hier sind wieder mit einem weiteren Tipp für euch. Spitzt die Ohren. Hier ein kleiner Überblick über die Fische, die du nur im Sommer finden kannst. Goldmakrelen in den Flüssen der Wälder am Tag. Regenbogenforellen in den Flüssen der Wälder und in Bergen am Tag. Kugelfische im Ozean am frühen Nachmittag. Und Oktopusse im Ozean am Morgen. Schnapp sie dir, solange sie da sind. Ich gieße heute Abend, ich gehe jetzt nochmal in die Mine. Ich will jetzt Bin einfach mal schon Gold im haben. Gießen. Ich habe keine Lust mehr zu gießen. Ich will jetzt endlich mal genug Gold haben, um diese blöden Sprinkler zu machen. Da wird auch jemand irre von der Musik. Was? Nix. Nichts gesagt. Ich weiß nicht, hast du irgendwas gehört? Nö. Jetzt kann ich mir was gucken. Ich höre nur so Jawohl. ein Rauschen, wenn du redest. Ich kann jetzt die blöden Baumstümpfe wegmachen. Die Braucht man kein. Baumstümpfe oder auch Ja. diese langen? Die Baumstümpfe erstmal nur. Aber du hast Hast mich da nur getestet. du sie jetzt nochmal erweitert? Nee, ich habe nur Kupferaxt. Okay. Kann ich Baumstümpfe mit wegmachen? Kriegst du davon Harz? Ja. Nee, Sehr Hartholz. gut. Hartholz. Ich dachte, du fängst jetzt mit Hartholz an. Nee. Hab meinem Mund befohlen zu antworten, bevor du komplett fertig warst mit Reden. Tut mir leid. Solltest du mir vielleicht halt mal zuhören. Aber das ist so anstrengend. Ich kann den Gedanken nicht so gut folgen. Na gut. Wenn die halt zu hoch sind für dich, kann ich auch nichts machen. Nee, ist einfach zu verwirrend. Die haben keine Logik. Bin ich eingeschnappt? Ich folge nur deinem Wunsch, dass ich nicht mehr mit dir rede. Habe nur gesagt, wenn ich dir zuhöre, komme ich mit den Gedanken nicht klar. Das ist alles, ja. Dann habe ich gesagt, ich kann aufhören zu reden oder so. Ich meine, das findest du gar nicht so schlecht. Wollte dir nur helfen. Nee, du hast gesagt, ich muss nicht mit dir reden, ja? Ich habe nie gesagt, du sollst aufhören zu reden. Ich habe nur gesagt, es ist okay, wenn du nicht mit mir redest. Achso, dann rede ich jetzt nur noch mit dem Spiel. Genau. Ich habe einen Follower verloren. Was ist denn da kaputt? Passiert regelmäßig. Weil ich mit dir, weil ich dich angeschmollt habe, deshalb. Yep. Hast verdient. Ich habe dich mir gerade gefollowt. 1111. Wir müssen aufhören mit Spielen. Direkt. Das Lustige ist, dass man Zahlen binär viel effektiver kodieren kann, wenn es um große Zahlen geht. Warum solltest du das binär kodieren wollen? Na, wenn gerade 1111 ist, ich habe gerade versucht auszurechnen, wie viel das ist. Das ist bei weitem nicht 1000. Das ist halt 2 hoch 4 ungefähr. Und 2 hoch 4 ist nicht so viel. Das ist 32. Das ist mir zu hoch. Aber wenn es große Zahlen sind, so irgendwie bei 6 Milliarden, hast du viel kürzere Zahlen bei binärer Kodierung. Okay. Binäre Kodierung, weißt du, was es ist? Es ist doch in Einsen und Nullen umwandeln, oder? Oh shit, ich bin Es ist halt geschafft. Zahlen nur mit Einsen und Nullen aufzeichnen, ja. Salat hätte ich jetzt auch gerne. Ich glaube, ich mache mir danach noch einen tollen Tomatensalat. Ich habe nicht noch ein paar Tomaten. Toll, und ich bin erschöpft und habe nichts erreicht in der Mine. Ich hätte heute doch nicht gehen sollen. Warst du jetzt eigentlich beim Schmied Geoden aufbrechen? Was will ich mit Geoden? Ich habe nie gesagt, dass ich Geoden aufbrechen gehe. Ich dachte, du gehst mal zu Gunther und zum Schmied und machst das mit den Geoden gleich mit. Nee, habe ich nicht gemacht. Ich hasse es, wenn du Punkt sitzen ohne Laden kommst und einfach gerade hinterm Tresen vorläuft. Ich suche nach jemandem Kupfererz. Nee, nehme ich nicht an. Von Geoden habe ich nichts gesagt. Die Kleine mag auch Amethysten, oder? Können wir ihr einen Du Amethysten kannst doch ihr auch einen schenken? Diamanten oder einen Rubin schenken, die wir sie bestimmt auch mögen. Haben wir auch eine gefunden. Diamanten haben wir zumindest einige, Rubine haben glaube ich nur einen. Diamanten bringen so viel Geld, da sollten wir vielleicht ein paar von verkaufen. Nein, verschenken. Aber ja. Wir komplett. Nice. Was hast du da jetzt abgegeben? Das Sommersammelbündel. Ich krieg nämlich noch 30 Sommersaat. Ich habe deinen Köcher sowohl in unserer Base als auch unten in der Stadt leer Köcher? gemacht. Ach so. Wie heißen die Dinger? Die Krabbenreusen.
Cool, dann muss ich da nur wieder neu reinpacken. Und wir haben noch ein neues Abgebeding freigeschaltet. Und zwar können wir jetzt am Tresor abgeben. Das ist, glaube ich, nur Geld, die wir da abgeben müssen, ne? Ach ja, tatsächlich. Genau. 2500, 5000, 25.000 und 10.000. Ja, gucken wir mal, wenn wir kriegen wir, dafür kriegen wir die Busreparatur. Stimmt. Das habe ich nie geschafft. Ja, dann kann man die Wüste fahren, auch cool. Ach, man fährt in die Wüste. Sehr gut zu wissen. So, genau, jetzt ist sie nämlich offen. Ha! Jetzt können wir nach oben nämlich in die richtige, ins Badehaus gehen. Das Badehaus ist jetzt verfügbar. Ich wusste nie, was das soll, wenn ich ehrlich bin. Da kannst du dich erholen. Wenn du im Singleplayer kannst du ja nicht schlafen gehen. Ach echt? Ja, wenn du ins Wasser gehst, regenerierst du Energie. Das habe ich nicht gecheckt. Ich gehe nochmal schnell baden am Abend, ja? Tschüss. Mach das. Ich mache jetzt morgen wieder mit nicht vollständiger Energie auf, das ist gut zu wissen. Ich schicke mich einfach direkt wieder ins Bett. Sogar ist ziemlich schnell, das ist auf jeden Fall schneller, als wenn man schlafen geht. Das ist super schnell, holy shit. Ich habe gerade meine halbe Energie regeneriert, während ich mit dir geredet habe. Oh krass, okay. Das ist gar nicht so weit weg von der Ministerie zum Erholen, ist das viel näher dran. Ja, ist gut, ne? Du musst es halt nur benutzen. Sag mir aber vorher Bescheid. Das nervt mich nicht. Was? Sag mir aber vorher Bescheid, da kann ich Fotos machen, komm. Haha. Du Lustmolch. Nein, das macht man so hier in dem Ort, ja. Da unten ist dein eingemachtes Zeug fertig. Kümmer dich schon wieder darum. Das bringt doch gut Geld, wenn man es verkauft. Geht ans Eingemachte. Morgen will ich mal einen erfolgreichen Minentag mit viel Gold und viel Kupfererz. Ups, mir ist, glaube ich, gerade ein Baum aufs Haus gefallen. Tut mir leid, was ich geweckt habe. Das halbe Haus wird sogar zusammengebrochen. Ja, ich schlaf weiter. Ich habe momentan Handwerker daheim. Ich habe so einen festen Schlaf, ich krieg gar nichts mehr mit. Geht auch gar nicht anders. Pastinaken, du bist eingelegte Pastinake und eingelegte grüne Bohnen habe ich jetzt gemacht. Lass halt noch ein bisschen was übrig, ne? Ja, ja. Und dann, ja. Sobald wir die Sommersachen haben, könntest du eigentlich dann nur noch Sommersachen einlegen. Marie, ja! Mama! Mann. Bin doch nicht doof. So, ab geht's in die Sauna. Hast du nicht voll irgendwie? Ich fand die immer so trostlos irgendwie. Muss halt ins Wasser gehen, ne? Dann ist halt nicht trostlos. Halt heißes Wasser, was dich generiert. Das ist doch nur so ein Schwimmbad eigentlich. Ja, das ist einfach nur eine heiße Quelle. Das fand ich trostlos. Irgendwie mit dem Ventilator und man ist dann da alleine und... Hey, das ist doch das Beste, alleine im Schwimmbad zu sein. Nein, das Beste ist tatsächlich zu zweit im Schwimmbad zu sein. Ja, da ist immer noch ein Bademeister dabei. Irgendwie regeneriert sich da gerade gar nichts. Muss im Wasser stehen. Ach, man darf nicht schwimmen. Verstehe. Deswegen habe ich das nie bemerkt. Weil ich habe dann so eine Bahn geschwommen, bin wieder zurück und dachte, das hat jetzt gar nichts gebracht. Du musst dich halt schon entspannen. Oh, und sie macht die Augen zu. Du machst die Augen zu. Mein Avatar. Chillt. Chillt ganz glücklich und zufrieden. Oh. Du, du, du. Okay. Voller Energie. Ab geht's in die Mine. Stimmt, das bringt voll was. Das ist echt gut. Hallo Emils Pelz. Ich frag mich immer, wie Leute auf so Nicknamen kommen. Vielleicht mag derjenige einfach Pelz und heißt Emil? Ja, aber Emils Pelz klingt, als ob es sein Pelz wäre. Ja, vielleicht ist es auch sein Pelz. Oder er ist der Pelz von Emil. Von Emil und die Detektive. Wer ist dann bitte Emil? Emil und die Detektive zum Beispiel? Ja, das Mensch. Du auch lesen. Du kennst ja echt nix. Ich kenn das. Ja, jetzt wieder Schule rausreden. Gewesen. Jetzt wieder rausreden. Aber irgendwie hast du den Weg hier unten komisch gemacht. Das ist... Der Weg hier unten macht das Feld kleiner als die oberen Felder. Was? Muss ich mal so sagen. Du hast es nicht gleichmäßig verteilt. Oh, dann habe ich da irgendwas gebaut. Nee, ganz unten habe ich ja noch nicht gemacht. Da ist aber schon Weg drumherum gezogen, komplett. Oh, dann habe ich mich da ver... Du kannst ihn ja wieder wegbauen. Pff, mach selber. Kennst du die Kohledinger von Giros Reise ins Zauberland?
Ja. Nee, Chihiro, nicht Chihiro. Lange her, dass ich mir da mal reingeguckt habe, aber ich mochte das nicht. What? Ich finde den Zeichenstil irgendwie eklig. What? Ja. Du bist jemand, ey. Es gibt so Zeichenstile, die kann ich mir nicht angucken, weil ich die Das ist doch Heidi-Zeichenstil. Ich finde den... Nein, das ist irgendwie... Irgendwie sehen alle Figuren in dieser Sendung eklig aus. Das und ist... machen einem Angst. Es ist doch aber gerade der Witz, dass das halt der Eindruck ist, den Chihiro hat. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung, dass das so ist, aber das heißt ja noch lange nicht, dass es mir gefallen muss, oder? Aber trotzdem ist der Zeichenstil tatsächlich genau der Heidi-Zeichenstil, weil es das gleiche Studio ist. Ja, sie selbst sieht ja auch aus wie Heidi, aber ja, der Rest ist halt gruselig und eklig. Denkst du nur. Meine Frage, kann ich das einmachen? Okay, ich kann Weizen einmachen, was auch immer da rauskommt. Ja, stimmt, Weizen kann man auch einmachen. Was kommt denn da raus? Ich glaube, eingelegter Weizen. Warum auch immer man eingelegten Weizen brauchen könnte. Keine Ahnung, wie eingelegter Popcorn? Wäre vielleicht eine Getreidemühle irgendwie sinnvoller, dann könnten wir Mehl machen. Halt, stopp. Abigail! Ich möchte dir was schenken. Hey, woher wusstest du, dass ich hungrig bin? Das sieht lecker aus. Ich habe Goldbarren gefunden. Barren direkt? Ja, voll geil. Super. Doch Glück in der Mine. Wenn ich jetzt noch ein Gold finde, können wir schon zwei Sprinkler bauen. Haben wir Sommerschmucksaat gekauft? Das weiß ich gerade nicht. Standarddünger kostet 100 Gold pro Stück. Kannst du mal knicken. Ja, das lohnt sich nicht. Auch nicht. Deswegen. Ja, aber mehr. Ich hab nichts mehr zum Düngen. Und Energie zum Hacken habe ich auch nicht mehr. Guck mal, ein bisschen was ist von mir, glaube ich, noch in der Truhe. In welcher Truhe denn? Ich habe gerade schon den Dünger, das Zeug verarbeitet zu Dünger, was wir noch hatten. Ich habe die nächste Stufe erreicht. Was gibt's hier Schönes? Die Meisterschleuder. Benutze ich eh nicht. Gibt es hier wenigstens mal mehr Gold? Die Fußball-Anime-Serie Tsubasa, ja, die kennt, glaube ich, jeder. Aber die ist neu aufgelegt worden. Warum wurde die neu aufgelegt? Was? So, hier gibt es immer noch kein Gold. Man muss wirklich in diese Lava gegenkommen. Ich weiß noch, wie die früher 4 Folgen gebraucht haben, um aus ihrer Hälfte zu sprinten. Ja, das dauert halt einen Moment in solchen Animes. Das ist das Problem, wenn man halt, wenn der Anime zu nah am Manga angelehnt ist und der Manga noch nicht fertig ist. Ja. Dann könnte es nämlich nicht kurz. So. Genau, dann könnte ich das nämlich nicht kurz und knapp machen, wir müssen sich irgendeinen Zwischenquatsch einfallen lassen. Oder es halt einfach nur dehnen wie irre. Wenn das halt einen festen Sendeplan hat. Oder sie müssten irgendwie einfach mal ein Jahr Pause machen oder sowas zwischendurch, was halt auch keiner macht. Wenn genug Leute einschalten. Ich bin 74, ich habe keine Energie mehr und es gibt nichts, wo ich auffrischen kann. Das ist so gemein. Es ist schwer, die Größe des Universums zu begreifen. Hallo Maru. Kann ich dir die Blume schenken? Also 6 kostet es mich, wenn ich... Das ist ein super Geschenk, danke dir. Cool. Umgepflanzt, wo ich da Probleme hatte? Ach, du meinst unterhalb der... Da, wo der Weg drumrum geht, um das Beet. Da hast du irgendwie das Beet kleiner gemacht durch den Weg. Hier, wo dir am Rand. Hier. Der Weg ist Quatsch. Der macht das Beet kleiner. Der ist vollkommen sinnvoll, weil da könnten wir nämlich überhaupt nichts hinpflanzen, um zu bewässern. Hä? Haben wir doch bei den anderen hier oben auch nicht. Habe ich da nicht, weil ich nicht genau wusste. Ich habe nicht abgezählt gehabt, wo ich das gemacht habe. Ich habe gedacht, naja, wenn wir mehr Platz brauchen, können wir ja hier erweitern. Deswegen geht da kein Weg drumherum. Aber da wir da unten nicht erweitern können, habe ich einfach den Weg drumherum gepflanzt. Und so geht es sich tatsächlich genau auf. Das ist eigentlich ganz cool. Warum sind die Geoden hier dran? Warum hörst du mir nicht zu, wenn ich dir was erkläre? Doch. Ich habe wahrgenommen, dass es Quatsch ist. Toll, danke. Ich werde beschlagen, schütze mich. Nö. Eisenbarren und verfeinerte Quarz. Los, kleine Fledermaus, tu ihm richtig weh, er hat's verdient. Die greift dich aber auch an. Das ist mir egal. Das halte ich aus. Ich habe eh mehr Lebenspunkte als du. Achso, weil du schon ein bisschen aufgestiegen bist. Also ich mach dir aber nicht. Viel Schaden macht's ja nicht. Ich habe zumindest schon die guten Schuhe an. Und die Waffe. Maru hat O-Beine wie Pierre Littbarski. Ich kenne Pierre Littbarski nicht. Kennst du Pierre? Nee.
So, dann würde ich aber sagen, das ist jetzt wieder der letzte Tag, ne? Ach ja, stimmt. Ist nämlich schon wieder ganz schön spät. Wir müssen um 10 machen.